Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wieder kein Übergewinn mit den Einnahmen, aber ein bisschen sammeln tun wir schon. Wir können heute ziemlich viel Mais ernten. Das wird zumindest ein bisschen Gewinn abwerfen. So, Mais haben wir alles abgeerntet. So, jetzt brauchen wir die Sense und die 20, 40 Samen. Das und die Sense. Cool. Okay. Dich da rein. Würde sagen, dich und dich auch da rein. Und den Rest verkaufen wir. Sollte nicht so übel viel einbringen. So, dann habe ich noch gesehen, ist der Aaron. Sirup durch. Achso, und ich kann natürlich Pilze mitbringen und mit abernten natürlich direkt auch. So. Und dann gehe ich jetzt nochmal im Fluss angeln und hoffe, dass ich dann super guten Fisch bekomme. So, aber jetzt können wir mal gucken. So. Die müssen wir eh sammeln. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. So, ich brauche noch einen super guten Fisch. Achso, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte aber mal meine Quest angucken. 5 geerntet. Bei wem muss ich die abliefern? Noch 17 Tage. Da kann ich noch 3-mal ernten. Also eigentlich noch 15 Tage. Bin gespannt, ob ich... 16. 16, Gott sei Dank. So, Iridiumangel ist die beste Angel, die man bekommen kann. Die haben wir ja. Er hat uns nochmal richtig zurückgeworfen. So, jetzt gehen wir hier angeln. Und angeln nochmal einen lilanen Fisch raus. Das war schon ein bisschen riskant.
Hat echt gar keine Wertigkeit. Haben die denn alle keine Wertigkeit? Okay, das sieht hier komisch aus, ehrlich gesagt. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen weiter links hier hin. Okay, ich höre auf damit. Das bringt mir hier gar nichts. Weiß nicht, was hier abgeht, aber ich bin nämlich verarscht. Aber ich werde hier eh Pumpkin ernten und dann gute Sache. Genau. Ne, die kann ich zurückholen. Die kommt in den Müllverwerter. So. Einfach jetzt schon ins Bett gehen. Damit beende ich diesmal nicht die Folge direkt. Sondern springe einfach den Tag vor. Das war schon mal ein bisschen besser. 3000 plus, dann sind wir jetzt bei 7000. Können wir uns langsam auch die Hühner leisten. So. Okay, krass. Kannst mal schön wieder zurückgehen. 1, 2. Eins, zwei. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut. Hier gibt's auch nichts. Direkt ins Bett und weitermachen. Und wieder schlafen. Wetter. Windböen nur noch. Direkt wieder schlafen. Ja, das hat sich gelohnt. Bisschen nichts getan. 14. Tag. Gutes Wetter und die Kürbisse sind fertig. Ich hoffe, ich bekomme genug Kürbisse.
schön. Hier ist noch ein sechsten. Ja, mehr wollte ich doch gar nicht. Das sind also 30, 34, 33 Stück. So, den Rest kann ich verkaufen. Das wird gut Knete bringen. 13 Tage, 27. Das kann ich genau jetzt noch machen. Dann nehme ich das aber mit. Schön. Also 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die Auberginen brauche ich nicht mal mitnehmen. Alles okay, die Auberginen müssen nicht gut sein. Sind ja nicht zum direkten Verkauf gedacht. So, 12, 20, 25. Ach, kann ich eigentlich irgendwo hier nachgucken? 25. So, da mache ich jetzt 30, 33 Kürbisse. Wieder, die kann ich nämlich gerade dann noch einmal ernten. Aber erstmal schließen wir das hier ab. Schon ein bisschen scheu ist, dass das jetzt auch vorbei ist. Also nicht komplett vorbei, aber weil die Mitte fehlt ja noch. Aber ich will ja nicht sagen. Einmachgefäß, ja, das ist cool. Und Herbst nehme ich auch noch mit. Und ein Bienenhaus. So, da bleibt ein Bündel Tier und Handwerk übrig. Ups. Zwei Tage noch. Kürbissaat. Das tut weh. Aber das wird sich mega gelohnt haben. Könnte mir nicht vorstellen, dass sich das nicht lohnt. So. Schön. Das hätten wir. Und weiter geht's mit der Wall von komischen Sachen. Und wie wäre es, wenn wir da mal das Test. Kann ich dich da reintun? Nee. Das ist es nicht. Aber ich könnte einen Wein da vielleicht raus machen.
Ja. Direkt pennen gehen. Wetter morgen. Windböen, aber gutes Wetter. Forellensuppe habe ich jetzt auch gelernt. Direkt let's go. Hoferwald. Rezeptfass. Perfekt. Ölpresse. Auch gut. Luxusgeschwindigkeitswachs. Das heißt. Oh, das war. Okay, das hat sich richtig gelohnt. Aus 3000 habe ich mit Abzug von 5 Premium-Dingern mit insgesamt 6. Schöne Sache. So, neue Pulse. Gut. Hallo, ich wollte dich nochmal an das Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht deine neuen Gegenstände für deine Ausbildung. Um 9 Uhr morgens auf dem Stadtplatz. Wir treffen wir uns dann dort. Ja. Die habe ich. Jo, direkt pennen gehen. Dann quetsche ich das alles in eine Folge. Ich kann gerade halt nicht viel machen. Oder will auch gerade nicht so viel machen. Nochmal ein Tausender mehr, schön. So, Volksfest. Oh, ich habe vergessen, der Penny ein Geschenk zu geben. Fällt mir gerade mal so ein. Gerade mal so nebenbei. Ist lieber nicht deine Mutter nicht. Danke für diesen Kuchen. So, Aubergine. Nochmal 10 Stück. Bisschen Mais. Und das Gras wächst aber auch lästig weit. So. Weg mit euch. So, und nochmal 10 dazu. Das sind 35. Die kann ich verkaufen. So. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6. Ne, 5, 9. Schön. Warten wir bis 9 Uhr. Versuchen das dann mit dieser Qualität zu. Zu überbieten.
habe ich alles da abgeerntet. Den Mais sieht man ein bisschen schwierig. Der sollte mir aber auch nicht allzu viel einbringen. Ich glaube, das wird gerade mal so 1000, vielleicht maximal 1500. Aber jetzt machen wir das Volksfest. Bin mal gespannt. Das wird heute ein bisschen eine Folge mit sehr, sehr starker Überlänge, aber oh, Sammlervogelscheuche 8 und eine Sternfallfrucht. Boah, die beiden muss ich eigentlich bekommen. Da muss ich richtig viel Kohle für ausgeben. Pfotenfall. Okay. Trost, es war ein langer Busverkehr, aber das war es so wert. Dieses Teil ist wunderschön. Simon liebt es, nicht wahr? Oh. Oh, ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Was ist die Sternmarke? Ich brauche auch nur 2000. Ich manchmal nicht. Und die Sternfallfrucht würde ich schon gerne haben. Aber 2000 Punkte, also 2000 Marken sind halt echt brutal zu kriegen. Okay. Sind doch nicht so hart zu kriegen. Wir müssen das einfach nur öfters spielen.
Thema dieses Spiel. Ich glaube, damit die Folge nicht zu lang wird, würde ich sie gleich beenden. Aber ich bin auch schon so still, weil ich selbst schon so fertig bin und so müde. Aber ich hätte nicht erwartet, dass bei diesem Spiel jetzt eine Sternenfrucht dabei ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich Angeln vorher geübt habe. So, gucken wir mal, was wir bekommen. Uff. Oh, jo. Okay. Hiermit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich beende mal die Folge. Und wir sehen uns direkt in der nächsten Folge wieder auf den Sommerfest. Und schönen Tag noch. Tschüss.